Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy VII Rebirth, dem zweiten Teil der Remake-Reihe. Dann wollen wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ja, wir laufen in die richtige Richtung, ne? Nee. Ist da die richtige Richtung? Ja, okay. Huch! Gar nicht gesehen. Ja. Huch. Ganz schön laut. Ist mir gerade ähnlich aufgefallen. Ja. Feuer und Blitz. Dann habe ich da doch da genau das Richtige. Aufgepasst. Sehr gut. Genau so. Ja. Alles geben. Kein Problem. Ja. Hier ist jetzt Schluss. Ziemlich schwach. Stirb. Genau so bist du nicht weiter. Okay. Ui, da von oben hätten wir hier runter gedingsen können. Okay. Oh. Der nächste. Na los. Da lang. Dann wollen wir doch mal. Sehr schön. Okay. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Ah, okay. Er befindet sich an einem Ort, an dem es einst eine Fabrik gab. Ah. Seit der Niederlage gegen Shinra wird sie nicht mehr genutzt und verfällt immer mehr. Eine Ruinenexpedition. Klingt das nicht spannend? Ja, doch. Ein bisschen. Aber brauchen wir dafür nicht ein Schokobo? Apropos Schokobo. Ja. Ich glaube, ich hätte mir hier schon eins besorgen sollen, hä? Ich gehe da nochmal hin. Es reißt sich am bequemsten auf dem Rücken eines Schokobos. Schokobo-Verleih, preiswert und gut. Unsere Nummer 1, ah, ja. Kima, wartet bereits auf Sie. Aha. Herzlich willkommen. Für das Ausleihen eines Schokobos muss zunächst ein Leihschein erworben werden. Okay. Sieht schon ganz cool aus, ne? Ah. Ich verstehe. Ja gut, dann einmal bitte den Leihausweis. Registrierung können hier jederzeit ganz nach Belieben Chocobos ausgeliehen werden. Ah ja. Es reißt sich am bequemsten auf dem Rücken eines Chocobos. Chocobo-Verleih,
Okay. Du? Oder du? Wo leicht dann jetzt Chocobo aus? Herzlich willkommen! In Sachen Chocobo sind wir die erste Adresse. Ja, ich hab doch jetzt... Ne? Oh, ich hab ja schon 14 Dings. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, die gefallen mir am besten. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wert und gut. Oh. Ja. Ich habe mich schon gewundert. So, aber natürlich haben wir wieder Chocobo. Weil, wie sollen wir das denn sonst machen? Nein, falsche Taste. Danke. Okay. Ja, von der Seite kommen wir auch dahin. So. Ah, ja, natürlich komme ich mit. Dann zeig mal, wo du hin willst. Ja. Wo denn? Ja, ist doch gut. Wo denn? Wo ist denn der? Dings. Ach, warum läufst du denn nicht weiter? Du bist lustig. Ja, dann lauf doch weiter, damit ich dir doch folgen kann. Ja, jetzt sehe ich sie. Meine Güte. So, dann wollen wir mal. Ja, da freust du dich, ha? Huh? Komm mal her, kleiner Racker. Oh. Ja. Da freut sich aber jemand. So, jetzt kommen wir aber wieder dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Ach da, jetzt sehe ich's. Von da aus können wir dahin. Ach, da passt nichts mehr rein, stimmt. Ist mir ja eben schon aufgefallen. Aber davon können wir noch nichts herstellen, ne? Schade. Ja.
Ja. Ja, davon geht ja sowieso nichts. Schon wieder einer. Huch. Ach, da vorne. Ja, die Gegend ist ja noch ganz unerforscht. Da werden wir noch viele Schilder aufheben. Ja. Und ganz viele Mini-Schokobos streicheln. Ja, ne? So. Ja. Ah, das nehmen wir auch noch mit. Ach Gottchen, ja. Der nächste. Natürlich. Tschüss. Komm nicht. Bring es hinter uns. Schon erledigt. Ja. Wo ist das Schokobo hin? Wo bist du denn? Ach, da. Versteck dich doch nicht. Zumindest nicht von mir. Ach, hier möchtest du hin. Na, dann wollen wir doch mal. Ja. Na, komm mal her. Na, das Plakat ist auch schon ewig alt. Ah, da vorne können wir lang. Okay. Ganz viele Kaninis. Da gehe ich auch nochmal hin. Ah, okay, hier geht's wieder. Gott. Oh Gott, wo es überall lang geht. Aber ich glaube, wir müssen den hier benutzen, ja. Hui! Nichts überstürzt. Ich sehe dich! Arbeiten wir im Team! Auf Onkel Barrett ist Verlass! Ja? Bär! Was soll das? Das tut weh! Zeig mir eine Kraftprüge! Genug! Wie schmeckt dir das? Da, also. Hier bin ich! Verzieh dich! Das wäre geschafft! Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir dafür Barrett nehmen. Obwohl wir eigentlich mal gucken könnten, dass wir Yuffie mit ins Team nehmen. Dann wollen wir mal. Na, mach doch mal. Geschafft. Ja.
weiß zwar nicht, warum du nicht da unten wartest, aber... Naja. Und der nächste. So. Ah. Okay. Ah. Ja. Wie komme ich da am besten wieder hoch? Ja, wir können auch da hinten wieder hoch, ne? Ja. Irgendwo ist noch eine. Na, ah, das Klettern ist manchmal noch ein bisschen hakelig. Nee, hier kommen wir nur wieder hier hin, ne? Ha. Aber gut zu wissen. Huch. Gut zu wissen, dass man hier auch so hochklettern kann. Ja. Einen haben wir ja schon gefunden. Und ja, die habe ich auch gesehen. Ha. Da ist der eine. Huch. Da ist der andere. Okay. Was haben wir da? Ah, Esper. Da müssen wir hin. Ja, das heißt, wir machen erstmal hier, ne? Die ganzen Sachen. Ah, ja. So, kommen wir schon mal hier hin. Ja. Dann komm mal her. Wollen wir das nächste? Dahinter. Das heißt, wir müssen einmal hier raus, ne? Na dann.
Nimm doch mit. Ah, das ist da oben, ne? Einmal hier die Treppe hoch. War mir klar. Na los. Ja, alles gefunden, ne? Na dann. Nehmen wir auch noch mit. Oh ja. Voll gegengelaufen. Hm? Ich würde gerne die Sachen noch mitnehmen. Die einfach so rumliegen. Ach da. Okay. Dann hätten wir das ja. Dann kommen wir ja wieder runter. So. Ich muss nur gucken, wie ich da hinkomme, ne? Hier vielleicht? Ah, dann wäre es besser gewesen, wenn ich den hier genommen hätte, ne? Ja, komm auch zu Fuß. Dann. Wo bist du? Oh, ich verstehe. Da ist hier noch was. Oder ist das das, was wir... Ah, ja. Okay. Ja, ja. Das machen wir. Ich meine, wir haben ja auch, ne? Wieder Medaillen gesammelt. Da können wir auch mal Hallo sagen. Wir müssen bestimmt auch wieder, ne? Gehe ich mal von aus. Das war so klar. Ja, mach doch mal. So. Fang mich doch, ja, könnt ihr bitte explodieren? Diese blöden Mistviecher, ne? Entschuldigung.
Tu mir mal bitte den Gefallen und geh da rein. Alter. Ach. Du bist noch gar nicht richtig drin, ha? Huh? Doch, eigentlich schon. Ach, was weiß ich. Ja. Geh mal bitte. Doch, zwei sind schon drin. Okay. So, drei. Da sind zwei nebeneinander. Au! Ich wusste gar nicht, dass wir hier auf der Rainbow Road sind. Ja. Rutsch aus deinen eigenen, auf deinen eigenen Bananen aus. Na geht doch. Oh. Ja. Nein. Er hat ganz viele Kuponüsse gegessen und ganz fleißig geübt. So hat er es geschafft, Kupo. Ah, ja. Wirklich Erstaunliches vollbracht, Kupo. Okay. Interessant. So, was hast du denn jetzt für mich? Hereinspaziert, Kupo. So. Ja, die nehmen wir doch, ne? Das war's erstmal. Ich freue mich aufs nächste Mal, Kupo. Ich mich auch. Wo waren das nochmal? Wo war denn das nochmal? Sag mal. Ach hier. Meine Güte. Ja. Dann machen wir das mal eben so. Okay. Das haben wir, ne? Gut, dann... Das war so klar. Falsche Taste. Jetzt aber. Können wir das gleich als nächstes machen? Ach, das war ja die. So, das müsste hier irgendwo sein. Ah! Warnung! In dieser Umgebung hält sich mindestens ein gefährliches Ungeheuer auf. Ja. Na dann, erzähl. Hippocamp-Spezies identifiziert. Mhm. Rufe Datenverzeichnis auf. Die Hippocamps, bei denen das Männchen die Eier austrägt, gelten als Symbol für Eheglück und Fruchtbarkeit. In dieser Region war es deshalb früher Sitte, Anführern Schmuck aus Hippocamp-Stacheln zu schenken. Die Stacheln dieser Spezies entwickeln sich wegen des reichen und nahrhaften Futterangebots besonders prächtig. Sie sind bei Sammlern begehrt und werden stellenweise zu Preisen von Edelsteinen gehandelt. Mm. Ich hoffe, dass mir ein schnuckeliger Typ wie du irgendwann auch mal sowas Kostbares schenkt, Cloud. In diesem du Sinne, gib dir doppelt und dreifach Mühe und zieh dem Patienten die Stacheln, okay? Du bist ein Programm.
Ich glaube nicht. Ich liebe euch jetzt. Ne? Naja. Das war's. Ja. Was Shetley dazu wohl sagt. Kann ich schauen. Eis ist hier wirksam, okay. Jetzt! Ihr macht das großartig! Der Feind ist geschwächt. Es hat ausgezeichnet. Es wird kalt. Schluss jetzt. Dazu! Es hagelt! Eiskar, sehr gut! Ja, genau so! Dazu! Ja! Irgendwelche letzten Worte? Ausgezeichnet! Ich darf Bestimmung auf den Ring! Ich seh dich! Jetzt! Es ist aus. Oh, war das Yuffie? Das war ein exzellenter Kampf. Auf so einen Sieg kann man sich echt was einbilden. Okay. Ja, das haben wir geschafft. Ich sag doch, Yuffie ist gut. Ich würde mich trotzdem gerne mal heilen. Au, da haben wir auch noch was. Okay. Ja, da müssen wir wohl dahin, ne? Ich nehme am besten den hier. Warten wir denn? Auf dem Rücken eines Chocobos. Wo war denn? Ach, hier. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ja. Oh Gott. Da hat wohl jemand zu schnulzige Musik zugehört, ne? So, wo haben wir denn hier die Dings? Ich weiß. Ich würde trotzdem eigentlich erstmal heilen. Johnnys Touristeninformation. Okay. Nee, wo ist denn hier die Bank? Ansonsten hätten wir doch immer eine Bank. Zum Heilen. Ich meine, ich habe genug Kissen, aber, ne? Wir doch sonst immer einen Ort, wo wir umsonst heilen konnten. Ich hoffe, der hat die Kisten weggeräumt. Nein, hat er nicht. Ah ja. Diesen Johnny sieht man fast an jeder Ecke. Ich finde, dieses Hotel hat etwas ganz Eigentümliches an sich. Sicher stand es schon hier, als Costa del Sol noch ein kleines Fischerdorf war. Neben Ratten zu schlafen brauche ich im Urlaub nicht. Johnny? Was ist hier los? Nanu? Hast du etwas vergessen? Nein? Nee, sag nichts. Es hat dich direkt hierher zurückgezogen, oder? Passt aber ausgezeichnet, Bruder. Ich wollte dich nämlich sowieso um was bitten. Ja. Wie du ja weißt, hat man mir meine Schulden erlassen. Mhm. Und meine finanzielle Freiheit wollte ich nutzen, um den Laden hier mal richtig schön rauszuputzen. Aber... Hast du nicht genug Leute? Mensch, Bruder, wenn's doch nur so einfach wäre. Ist aber leider komplizierter. Mhm.
Oh, Johnny! Warum bist du ich? Oh, Johnny! Wenn ich du bin, wer bin dann ich? Das klassische Dilemma also. Na, ihr wisst schon. Ha? Nein. Die Betten sind alle frisch bezogen. Hä? Jo, Bruder! Alter, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Das macht's nur kompliziert. Mach lieber mal die Besorgungen, wie ich's dir gesagt hab. Husch, husch. Es gibt mehrere Johnnies. Guck mal, der Blatt auf dem Kopf. Mit unserem Bruder geredet. Versteht ihr mich jetzt? Deine Doppelgänger. Könnte es möglicherweise, ganz eventuell natürlich nur, meine Schuld sein? Wegen meiner Ninja-Tricks? Sieht so aus, als wären einige von denen einfach da geblieben. Und ich glaube, sie werden sogar mehr. Ich bin einfach zu gut. Meine Tricks sind Kunst für die Ewigkeit und sehr nachhaltig. Ja. Aber dafür hast du jetzt wenigstens genug Hilfe, oder? Naja, nicht unbedingt. Die sind zwar alle Materialien suchen gegangen, aber keiner kommt zurück. Sieht so aus, als könnte ich mich nicht mal auf mich selbst verlassen. Huch. Bruder, ohne dich bin ich aufgeschmissen, Mann. Ja. Ich meine, denk an meine wilde Seite. Diese Jungs könnten allen möglichen Unfug anstellen, wenn wir sie nicht einsammeln. Ja. Also ich finde, wir sollten ihm helfen. Ja. Ja. Also gut. Sollten wir. Danke, Bruder. Ich wusste, auf dich ist vor allem, weil Yuffie schuld ist. Ich habe sie zu den Costa-Fällen geschickt, um Materialien zu besorgen. Okay. Beginnt eure Suche da. Machen wir. Wir reden noch, Yuffie. Wir reden noch. Aber eine Bank habe ich trotzdem noch nicht gefunden. Also zumindest keine kostenlose. Ach ja, stimmt, das ist ja der Fotograf. Ich finde, dieses Hotel hat etwas ganz Eigen. Ich habe ihn fast nicht erkannt. Aloha. Schön, dich auch im malerischen Urlaubsparadies zu sehen. Ja. Das schreit doch nach einem Erinnerungsfoto. Vielleicht. Huch. Du hast also auch ein Auge auf dieses Hotel geworfen? Ja. Du bist eben ein Kenner. Große Hotels machen zwar architektonisch mehr her, aber ich bevorzuge beschauliche Orte wie diesen. Oh. Vielleicht findest du ja noch ähnlich verborgene und doch eindrucksvolle Plätze. Erzähl. Aha. Ja, machen wir, machen wir. Das kriegen wir hin. Ah, ja. Hier war doch auch noch was, ne? Dürfen wir jetzt doch ohne Strandklamotten an den Strand? Gekämpft hat. Ja. Zweifel, das ist er. Und das sind die drei Damen. Und ich, Naomi. Ich heiße Yoda. Ah, ja. Jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber wärst du bereit für einen Auftrag? Vielleicht. Kommt drauf an. Keine Angst, ist ganz einfach. Du musst nur mit deiner Freundin auf ein Date gehen. Mit mir? Wisst ihr, wir designen in unserem Laden in Costa del Sol exklusive Bademode. Aha. Und unsere neueste Kollektion? Soll sich um Bademode drehen, die man zu einem romantischen Date tragen möchte. Okay. Allerdings haben wir überhaupt keine Ideen für ein ansprechendes Design. Nix, nada, niente. Okay. Und die Modenschau ist auch schon bald. Wir sind also ziemlich aufgeschmissen. Und hier kommt ihr ins Spiel. Wir wollen Pärchen bei ihrem Date beobachten und uns inspirieren lassen. Ah. Was ist? Habt ihr Lust bekommen?
Ja. Cool, ihr seid uns eine große Hilfe. Ich frag nicht, warum die sich mit Hoyo abgegeben haben. Das ist aber nur für euch den perfekten Tag. Abgehakt. Ich warte bei der wilden Hatz. Ah ja. Ich werde euch bei der Piratenparty erwarten. Okay. Aber lasst euch nicht hetzen und genießt eure Zweisamkeit auf dem Weg zu uns. Ah ja. Und du? Ah, und du wartest einfach hier. Okay. Komm, Aerith. Ach, das ist da. Ein ungewöhnlicher Job für dich, oder? Wieso? Ich hab doch ein Profi an meiner Seite. Oh, na, dann muss ich mich wohl richtig ins Zeug legen. Ein normales Date reicht. Ja. Was bedeutet normal für dich, Cloud? Ein Spaziergang zum Beispiel. Ah, auf den Dächern vielleicht? Ja. Warum nicht? Ja. Hat Spaß gemacht damals. Oh, ist das süß. Na, dann komm, Aerith. Juhu. Da seid ihr ja. Dann lasst uns die Jagd nach Liebe mal beginnen. Ah, ja. Du musst nur die Zielscheiben treffen und damit auch ihr Herz. Ah, ja. Piratenparty Geisterschiff. Ein Geisterschiff ist aufgetaucht. Hilf deinen Kameraden im Kampf mit deiner Zielsicherheit. Zerstöre die Zielscheiben in Form von Ungeheuern, um Punkte zu erhalten. Je besser du zielst, umso mehr Punkte werden dir gutgeschrieben. Ja, das hatten wir schon. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen, um mit deinen Fertigkeiten im Schießen zu glänzen. Auch das hatten wir schon. Ja, ich meine, der Timer hat zwar gerade gebimmelt, aber... Probieren wir es mal. Wo denn? Hurra! Wow! Einfach super! Spitzenklasse! Oh Gott! Ich hasse sowas. Eigentlich. Das war klasse. Spitzenklasse. Hurra. Wow. Ups. Ach, Nasio. Einfach super. Wow. Das war klasse. Spitzenklasse. Huch. Naja. Hui. Hurra. Spitzenklasse. Das war klasse. Wow. Einfach super. Ah ja. Okay, haben wir es geschafft? Haben wir sie inspiriert? Ach so. Nee, dann machen wir es beim nächsten Mal. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie wirkst du auch als begossener Pudel noch ganz putzig. So heftig muss man erstmal daneben schießen. Oh. Wer hätte das gedacht? Durch die rosarote Brille wirkt selbst ein Loser wie ein Hauptgewinn. Hey. Ich bin halt etwas aus der Übung. Hey, ich wollte speichern. Und sie hat ihn nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Der Punktestand war letztendlich Nebensache. Ach. Dank euch habe ich genau die Inspiration erhalten, die mir noch gefehlt hat. Ich bin dann mal im Laden und wow. An der Kollektion. Euer Dafür Date musst du erst noch nicht zu Ende. Naomi erwartet euch bei der wilden Hatz. Ja,
Dafür musstest du erstmal beleidigend werden. Na, dankeschön. Dabei wollte ich doch nur speichern. Meine Güte. Tja. So. Einmal speichern. Und an der Stelle beende ich dann auch den Part. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Es ist eine lange Geschichte. Doch es lohnt sich, sie zu hören. Sie beruht auf dem, was ich sah, dem, was ich hörte und auch dem, was ich fühlte. In ihrem Mittelpunkt der Planet, das Schicksal und die untrennbaren Bande der Freundschaft. Von all dem will ich euch nun berichten. Die Makostadt, Midgar. Der Hauptsitz des gigantischen Shinra-Konzerns, der den Lebensstrom des Planeten anzapfte, um daraus Energie und große Reichtümer zu gewinnen. Der Planet schrie um Hilfe, aber niemand vernahm sein qualvolles Flehen. Fast niemand, denn eine Ausnahme gab es dann doch. Die Anti-Shinra-Gruppierung Avalanche. Zusammen mit einem ehemaligen Shinra-Elite-Krieger namens Cloud Strife verübten diese mutigen Kämpfer einen Mako-Reaktor-Anschlag. Auf der Flucht durch Midgars zerstörten Sektor 8 traf Cloud auf das Blumenmädchen Aris. Sie gab ihm eine gelbe Blume. Als Zeichen für ein Wiedersehen. Und so setzten sich die Räder des Schicksals in Bewegung. Nach dem ersten Anschlag nahm Avalanche als nächstes Mako-Reaktor 5 ins Visier. Unwissend, dass Shinra genau das wollte. Der Konzern bog sich die Wahrheit zurecht und täuschte das Volk. So stand Avalanche plötzlich als Terrorzelle da, die mit ihren Aktionen die Slums von Sektor 7 auf dem Gewissen hatte. Gute Freunde starben. Und Verzweiflung machte sich breit. Aris sah keine andere Möglichkeit, als sich in Shinras Hände zu begeben. Aris war die letzte Nachfahrin der Zetra, der Ureinwohner dieses Planeten. Und Shinra war auf der Suche nach dem verheißenen Land, von dem die Legenden der Zetra berichten. Ein Ort, zu dem Aris der Schlüssel zu sein schien. Um ihre Freundin zu befreien, wagten sich Cloud und die anderen mutig in die Höhle des Löwen. Dort trafen sie auf mich, ein Testobjekt aus Hojos Labor. Und gemeinsam gelang es uns, Aris zu retten. Doch kaum war dies geschafft, stand uns schon die nächste Herausforderung gegenüber. Der legendäre Held, Sephiroth. Dieser bewies, dass Todgeglaubte länger leben und entkam mitsamt Genova, dem Ursprung von allem, aus dem Forschungslabor des Shinra-Gebäudes. Auch uns gelang die Flucht auf die Schnellstraße, wo wir uns eine wilde Verfolgungsjagd mit Shinras Truppen lieferten. Dann tauchte Sephiroth wieder vor uns auf. Ein ohrenbetäubendes Klagen durchdrang Mark und Bein. Die Hüter des Schicksals, die Mäuren, hüllten Midgar in Dunkelheit. Vor der Mauer des Schicksals sprach Aris zu uns. Dies sei ein Scheideweg. Wir erfuhren, dass die Mäuren bis zu diesem Zeitpunkt jeden unserer Schritte gelenkt hatten. Doch jetzt waren wir am Zug. Hinter der Mauer konfrontierten wir Sephiroth, der das Schicksal die ganze Zeit über manipuliert hatte.
Mit einem gewaltigen Schlag, getrieben von unserer Hoffnung, sprengte Cloud die Ketten. Von diesen befreit und das Schicksal damit in unserer eigenen Hand, fanden wir uns in der weiten Welt vor Midgar wieder. Dies war der Anbeginn. Der eigentliche Start unserer Reise in das große Unbekannte.